Hey Leute, willkommen zurück zu Alien Isolation, zu nachtschlafender Stunde, eigentlich schon fast zur Morgendämmerung. Oh Leute, wenn ich jetzt den Motion Tracker zücke, dann holt's mich. Ja, wir sind immer noch auf der San Cristobal Krankenstation und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich höre es nicht, deswegen riskiere es einfach mal. Okay, vergiss das. Ich bleibe zwar immer hier drin. Das ist schon wieder in den Luftschächten, ne? Leute, ich will das nur speichern irgendwo. Einfach nur speichern. Oh gut, die Leuchtfackeln sind hier mein größter Freund. Ich sag pfeif auf die ganzen Motion Glas, also von wegen hier, ne, Lautstärke, Bomben und so weiter, Geräuschmelder, was weiß ich, wie die Dinger heißen. Hier, Geräuschmacher, sag's mir doch. Das ist wieder ruhig. Vielleicht habe ich es irgendwie so lange jetzt hingehalten, dass es die Lust verloren hat. Was war das? Was liegt da vor allem? Ein Sensor. Leute, das könnt ihr so vergessen, dass ich nochmal aufstehe hier. Ich kriege jetzt hier durch. Ekelhaft. Dieses Gefühl des Ausgeliefertseins. Ich muss da rüber, aber wie soll ich da hinkommen? Ja, ja, natürlich empfiehlt ihr das. Alter. Ich höre es piepen, ich will doch nur speichern. Keinen Lärm. Bitte. Bitte. Ganz lieb, bitte, Ripley. Einfach nur. Darüber will ich. Ah, da vorne. Alter Schwede, beweg dich jetzt! Ist wieder weg. Toll. Machst du toll, Alien. Hab dich ja so gerne. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das ist so eklig. Ja, komm. Okay. Ganz ruhig. Colonial Marshal Richtlinie. Dr. Morley, es interessiert mich nicht, was Sie meinen, unternehmen zu müssen. Verschwinden Sie aus San Cristobal, sofort! Sie wissen, was wir da drinnen aufgebaut haben und es tut mir wirklich leid, dass... Was? Ja, habe ich. Was das für die unverlegbaren Patienten dort bedeutet, aber es geht nicht anders. Dies ist die letzte Warnung. Marshall Waits. Morley, Neuigkeiten und Codes. Morley, Sie müssen aus der Krankenstation raus. Wir haben Lager im Habitat-Turm aufgeschlagen. Die Menschen kämpfen um Vorräte. Es kommen mehr Verletzte zu uns, als dass wir Medikamente haben, sie zu versorgen. Und mein Team ist, um es milde auszudrücken, sehr erschöpft. Ich weiß nicht, wie Sie die Abriegelung aufheben können, aber falls Sie Zugang zu San Cristobals Hauptstation brauchen, der Code lautet 2505. Lingard. Freigegeben. San Cristobal für Riegelung.
Die San Cristobal Krankenstation wurde bis auf Weiteres von den Colonial Marshals abgeriegelt. Sevastopols Pflegeteam hat auf der Station verteilte Feldlazarette aufgebaut, um die derzeitige Krise zu bewältigen. Standorte folgen. Marshall waits. Oh Leute, soll ich... Notventilabschaltung. Dann kommt das Vieh wieder, ne? Soll ich das anmachen? Na komm. Dr. Lingard, hier spricht Ransom. Erinnern Sie sich an mich? Ihr netter oberster Chef bei Seekson? Sie besuchen mich nicht, Sie rufen nie an. Sind wir etwa keine Freunde mehr? Naja, wir sind beide sehr beschäftigt und ich habe eh genügend andere Freunde. Einige sogar mit Dienstabzeichen. Einer von Ihnen hat mir mitgeteilt, dass Sie Marshall Waits bezüglich eines, wie soll ich sagen, interessanten Fundes angerufen haben. Ich will dabei sein. Keine Widerrede. Ich meine, wie viel weiß Waits wirklich über Sie? Nicht so viel wie Ihr alter Freund hier. Und ich könnte wetten, dass er eher weniger Verständnis für Schwarzmarkt-Sanitätsartikel hat. Bis bald dann, Doc. Erpressung. So. Warnung. Feuer im sekundären Gasnetzwerk registriert. Notfallventilabschaltung wird eingeleitet. Umgehend Sevastopol-Wartungsteam kontaktieren. Ach, danke für die Info. Wie gut, dass ich nicht rauche. Das macht die Station schon für uns. Ja, das speichere ich nochmal, das glaubt ihr aber. Muss man immer nutzen, habe ich gehört. Immer. Wobei, war das jetzt so eine gute Idee, das abzuschalten? Ich weiß es nicht. Das war gar keine gute Idee. Nein. Todesfalle. Nein. Du bist so blöd. So, was Sicherheit? Ja, das sage ich jetzt. Das ist so blöd. Am Ende frisst es mich doch wieder. Wartet's nur ab. Ist das ein Gepard oder was? Was ist denn das? Ach, sieh mal. Oh oh. Ah! Alter. Ich war zu langsam. Und ich sag noch, du bist so blöd. Es tut mir leid. Nimm die Hand da weg. Oh nein. Oh nein, oh nein. Hier ist alles im Eimer verirrt. Woher weiß es denn, dass ich hier bin? Oh! Eben war es noch gar nicht da. Auf dem Scanner. Ein Glück ist es wieder oben. Warum sucht's nicht den Typen, der da eben gesprochen hat? Alter, was? Da sind jetzt auch noch Menschen? Hauen Sie ab. Jetzt. Das wäre nicht das erste Mal, dass ich töte. Entweder du oder ich. Du Kacke. Du bist ein Vollidiot. Warum hast du denn geschossen? Du bist ein Blödmann. Jetzt mal ernsthaft? Du kannst doch nicht schießen, wenn hier so ein Vieh rumrennt. Ich meine, vielleicht wusste er es ja nicht, aber trotzdem. Das kannst du doch nicht einfach machen.
meine, der war ja... Oh Gott, das hat ihm... Nee, okay, das hat ihm doch nicht den Kopf abgebissen. Guck mal, da sieht man, das Vieh tötet einfach nur, weil es töten will. Es ist nicht, weil es was zu fressen braucht. Es tötet einfach aus dem einzigen Grund. Bescheuert das Vieh, ernsthaft. Warum machst du sowas? Ist da irgendwo was? Ist es gerade über mir oder ist es hier unten? Oh. Wo bist du? Es müsste über mir sein, oder? Könnt ihr jederzeit runterkommen, wisst ihr das? Das ist das Gefährliche. Ach ja, da ist Ende, oder? Och nein. Da ruft doch wieder ein Mensch, oder? Ach, durchsuchen Sie den Operationszorn nach einem Medikit. Ja, das ist meine Lieblingsbeschäftigung die letzte Zeit. Mach ich doch gerne. Wahrscheinlich ist sie schon längst verblutet oder so. Nein, da vorne kommen Menschen. Ich höre sie doch. Warum seid ihr so blöd und so verbohrt? Hier drüben ist nichts. Ach Leute, geht doch einfach. Was gefunden? Was? Konzeptionelle Reinheit habe ich gerade. Ein Achievement bekommen. Ihr seid doch nicht ganz sauber, Leute. Oh! Ich fasse es nicht, dass du nicht... Sie sind tot! Keiner. Oh nein! Nein! Ah, das ist doch so scheiße! Nein! Nein, 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 nein! Nicht mit Zunge, bitte. Hier ist alles im Eimer zerirrt. Oh nein. Es vibriert halt echt die ganze Zeit, ne? Ist das so furchtbar? Wofür brauche ich Schrott? Nein, geh da rein. Hier ist alles gut. Du musst nicht herkommen. Da muss ich rein, glaube ich. Ich glaube, ich muss dort rein. Oh Gott, das war wieder saugut. Alles voll? Das
du mich für Kohlen? Was fehlt mir denn fürs Medikit, sag mal? Und natürlich subkutane. Okay. Dankeschön für die Information. Ist das diese Frau? Oh Gott. Hier bin ich ja sehr geschützt vor dem Biest, ne? Sehr geschützt. Ich lese erstmal, was auf dem Terminal steht. Vielleicht auch nicht. Ich wollte schon sagen, kann sie hier runterkriechen? Das wäre natürlich super. Bist du gerade mal wieder im Luftschacht? Oh, die Ausweichkarte, ja. Ausweiskarte von Kay Neville. Ja. Oh Mann, dieses Mistvieh. Ich will doch nur hier ein bisschen Luft zum Atmen. Ist das denn zu viel verlangt? Autopsiebericht, Foster Catherine. Rechtsmedizinischer Bericht. Ja. Geboren am 20.01.2098, Alter 39, Geschlecht weiblich. Herkunft Besatzung der Anesidora. Leichnam identifiziert durch Marlow H., Kapitän der Anesidora. Okay, das brauchen wir alles nicht. Hinweise auf Behandlung geheim, 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 geheim. Okay. Den Tatort absperren. Turner, hier unten in San Cristobal ist was passiert. Sperren Sie alles ab, damit niemand den Tatort stört, bis Garcia mit der Spurensicherung kommt. Das bleibt vorerst unter uns. Absolute Verschwiegenheit. Auf der Station sollte jetzt wirklich besser keine Panik ausbrechen. Und noch was, wenn ich rausfinde, wer das an Ransom weitergegeben hat, dem werde ich seine Scheißdienstmarke zu fressen geben. Er taucht auf, faselt irgendwas von Sixten Sonderrechten und hat sich das ganze Theater aus nächster Nähe anschauen können. Dies ist ein ernstes Problem. Das Letzte, was ich brauche, ist, dass dieser Ransom Schwierigkeiten macht. Waits, Ende. Ist ein netter. Ich frag mich ja, wie es den dahin gerafft hat. Oh nein, das Vieh ist hier unten, ne? Das sehe ich daran, dass der Punkt ziemlich groß ist. Es müsste über mir sein. Bitte? Über mir ist gar nicht so schlimm in dem Fall. Samuels, ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Rupi, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hat die Kreatur das auch. Ja, das ist gut. Das soll bloß zu euch kommen, das Vieh. Dann habe ich ein bisschen Ruhe hier. Ernsthaft, ich meine das jetzt gar nicht mit Hintergedanken. Also, ich will ja nicht, dass ihr sterbt oder so, aber es käme mir sehr gelegen, wenn ich jetzt mal ein bisschen Ruhe habe vor dem Vieh. Oh, es hat aufgehört. Das Rumpeln hat aufgehört die ganze Zeit hier. Oh, es ist ja ein Traum. Okay, vergesst das. Hat's doch nicht. So. Ein Sensor. Vibriert die ganze Zeit und ich werde hier gleich wahnsinnig. Ich kann mir nichts mehr bauen, ne? Ich muss zurück zum Speicherpunkt, unbedingt. Und dann gucken wir erstmal, dass ich Fortschritt kriege. Habe ich alles schon gemacht. Und trotzdem habe ich noch keinen Schlüssel fürs Klo bekommen. Das ist etwas, was mich sehr beunruhigt. Okay, na komm schon, ich will nur speichern jetzt. Ich hasse euch dafür, dass ihr mir die ganze Zeit hier so das Alien um die Ohren haut.
liebe Entwickler, aber irgendwie mag ich euch auch dafür sehr sogar. Ich bin vielleicht gerade ein bisschen zu müde, um sowas wie wirkliche Angst und Panik zu empfinden. Und ich bin auch schon ein paar Mal zu oft gestorben, um jetzt erstmal wieder so Furcht zu empfinden. Aber ich denke mal nicht lange und ich bin wieder am Schreien, du. Ja, das ist eben das Problem. Ich kann sowas nicht lange spielen, weil dann merke ich schon, wie ich mich dran gewöhne. Ihr merkt das ja auch. Also, ihr denkt vielleicht, ich nehme jeden Tag einen Part auf. Das wäre dem Ganzen irgendwie nicht zuträglich, sage ich mal. Da bin ich irgendwann so dran gewöhnt. Oh, komm schon, du Mistvieh. Ich dachte, das kommt jetzt wieder direkt auf mich zu. Es ist immer so fies, man weiß nie. Kommt's jetzt oder macht's mir wieder nur Angst? Oh, meine Leute. Dieses Teil, ne? Oh. Das ist sehr gut. Weil ich mir nämlich wieder das hier basteln. Besuchern ist das Rauchen untersagt. Ja. Finde ich gut. Ich traue mich hier echt nicht zu laufen, ne? Das ist furchtbar. Da sagt sie da Hallo. Fixed Aircon. Airconditioner. Mistvieh, wo bist du? Mistvieh. Haben nur getan, was wir mussten. Ja. Alter, nicht zu mir laufen. Nicht zu mir laufen. Ja, da kommt's. Hier ist der andere, rechts. Hol ihn dir. Rechts. Nicht da, rechts. Ja, ja, warm, warm. Kalt, kalt, kalt. Komm, geh doch einfach. Rechts. Ja. Was ist das schon? Ist es gerade? Oh. Geh weg jetzt, komm bitte. Oh nein. Oh, ich komme hier nicht durch. Die hat auch ein Gedächtnis wie eine Fliege, ne? Das weiß nie, wo es hin will. Ich fliege jetzt mal im Kreis, dann fliege ich weiter, dann... Das ist weg. Bist du wieder im Luftschacht, mein Schätzchen? Hol's dir, leuchtet! Macht hui! Gar nicht schlagen. Oh, es hat's geschluckt. Ist
hat den Köder geschluckt. Und da ist schon wieder eine Karte. Die übertreiben es aber gerade ein bisschen wieder mit den Karten, ne? So, es ist weniger hell. Nein, das war dumm. Ah, ich bin auf seinen Schwanz getreten. Tut mir leid. Alter. Oh, bist du ein Hübsches. Meine Fresse, es tut mir sehr leid. Ich wollte nicht auf deinen Schwanz treten. Aber es ist passiert. Ich werde es nächstes Mal versuchen, besser hinzukriegen. Aber es geht gerade nicht mehr. Ich bin so am Ende. Ich bin so müde. Naja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Es ist unglaublich, wie schlecht ich gespielt habe. Naja, ich würde mich über ein bisschen Liebe freuen. Und wenn ihr wieder einschaltet zu Alien Isolation.